Hallo Freunde der Landwirtschaft, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Amwaldkader Map. Mit dabei ist der Steffen. Hallo. Und das war's. Wir sind heute wieder nur ein Duo. Der Christian, der ist noch auf der Arbeit. Wir haben gesagt, okay, in der Zeit, bis der daheim ist, müssen wir vielleicht dazu kommen, dass er mitmacht. Nehmen wir ein oder zwei Parts auf. Ja, der Marcel, der ist auch verhindert, der kann auch nicht, private Gründe. Da haben wir gesagt, machen wir einfach zu zweit weiter. Wir müssen ja eh jetzt wieder die ganzen Felder bestellen, ansehe. Der Steffen ist, glaube ich, dabei, die Bäume wieder wegzumachen, wo er dann seine, Gewächshäuser drauf macht. Ja, die hat er ja damals extra sich Platz gemacht, aber da wir jetzt die neue Karte kriegen haben, muss das leider wieder neu machen. Aber so wie gesagt, es müsste normalerweise das letzte Mal gewesen. Am Spielstand sollten wir normalerweise nämlich anfangen müssen. Sei denn, es käme wirklich irgendwas Gravierendes dazwischen. Ja, eins will ich auch noch kurz loswerden. Es tut mir saumäßig leid, dass in den letzten zwei Parts immer irgendwie der Schluss gefehlt hat. Letzte paar Sekunden aus irgendwelchen Gründen. Ich habe es 150 Mal versucht zu rendern. Es ist immer original. Das Originalvideo hat immer die volle Länge. Aber komischerweise ist, wenn ich es gerendert habe, fehlen immer die letzten 10 Sekunden. Keine Ahnung, warum das immer das rausschmeißt. Ich habe alles. Ich habe das Programm runtergeschmissen, habe es wieder neu installiert. Das macht es immer wieder ganz komisch. Abbestimmte. Ich kann 5-6 Parts. Kann ich rendere, klappt alles einwandfrei und dann dauert es nur 2 Parts und dann spinnt es wieder. Also falls einer einen Tipp für der Heiko hat, ja. Also bitte zum bitte ans höhere Telefon wenden. Richtig, genau. Der heiße Draht. Ja. Ja gut, falls jemand interessiert, ich rendere mit dem Programm Magix. Ich weiß nicht, woran das leid, keine Ahnung. Schon runtergeschmissen, drauf gemacht wieder. Und jedes Mal fehlen die letzten 10 Sekunden. Ja, vorhin habe ich ein Video gesehen, Steffen, vom Lenkrad, das Unboxing-Video. Was? Eine. Das Unboxing. Es ist, das ist ein Video, da zeigen sie das neue Lenkrad von LS. Okay. Also einfach auch ein Video, wo es halt Unboxing ist, aufpacke. Packt einer das Video, das Lenkrad auf, da die LSQ. Die packt das Lenkrad auf und spielt da rum. Angeblich soll das jetzt der fertige Typ sein. Bin mir nicht sicher, ob das der fertige Typ ist. Er sieht fast noch so aus wie eigentlich bei Gamescom. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Oh, da ist schön Weizen drauf. Das, was man nämlich dann vielleicht gleich dreschen kann, sich der Steffen vielleicht nehmen für seine Rinder- und Schweinezucht auch gleich. So bin ich. Sagt er jetzt wohl nichts dazu? Er hat ja auch mal schöner Johnny. Ja. Bin ja hier so dankbar. Merke ich nichts von. Merke ich rein gar nichts. Ja, das ist schon mal.
Ist los. Und jetzt schon wieder abgestürzt. Nee. Oh. Irgendwas hat gemoved gerade. Gemoved? Ja, im TS. Ah. Keine Ahnung. Ach so, du bist wahrscheinlich noch ein 2 TS drin, hä? Ja, ja. Ah ja. Ja, im GPS kann ich auch erstmal andere Grafik, andere Einstellungen machen vom Bulldog, weißt du, wenn du ziehst, kannst du mal schnell von vorne und er zieht trotzdem wahrscheinlich gerade die Spur. Eine Maria hat mir schon eine Runde hergezogen. Ah, ist er da, ja? Ja. Okay, ja, dann gehen wir später gerade mal rüber ins TS. Vielleicht macht er ja auch noch eine Runde mit. Müssen wir wahrscheinlich nur die Mods geben, wo wir vorhin runtergeladen haben. Da gehen wir jetzt auch gleich mal zum Steffen rüber. Und dann gucken wir uns mal an. Wir haben uns andere Hackschnitzelhänger und andere Jens Häcksler runtergeladen, der wo ein bisschen längerer Tisch hat. Dass man da die 4 Meter Stämme drauflegen kann. Nicht so wie beim anderen, wo man die Stämme dann draufgelegt hatte und hat sie dann irgendwie wieder hin und runter fallen lassen, weil sie hinten zu schwer war. Naja, normalerweise muss es ja am Kran. Jo. Man muss so einen Frontlader ist doof zu machen. Ja. So geht eigentlich so, wenn man die. Brauchst wahrscheinlich einfach nur Platz mit dem. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehen hast. Ob du immer noch nicht stehen hast wie vorhin. Nee, nee, ich hab ein bisschen. Hast du umgestellt, ne? Dass du besser drauf kommst. Ich stelle jetzt gerade mal den MB-Traktor hier. Beziehungsweise könnt ihr eigentlich auch den Helfer fahren oder so, oder? Schauen wir mal. Was der da weitermacht. Viel Spaß. So. Dann gucken wir beim Steffen vorbei. Heben wir ein bisschen ab. Gucken uns das Ganze mal an, was er da treibt. Sieht man, ne? Der Ring gehupst, voll lauter. So, da sieht man es. Schöner langer Tisch. Da kann man die Baumstämme viel schöner drauf schmeißen. Zieht er natürlich schon optimal drin. Ist auch ein Kran dran, man könnte natürlich auch den Heckkran benutzen, aber bietet sich jetzt an, mit dem Frontlader einfach vorne drauf zu fahren und drauf zu schmeißen. Geht ein bisschen schneller. Oh, schön hat schon hier. Da war der dreckig gemacht im Wald. Da hat Christian schon dreckig gemacht. Da war schon, wie ich den von dem Sauhof da geholt hab. Oh, Sauhof. Ach, oh, und der Unterbote alles kaputt gefahren, weil. Ach, du riechst das mal sehr. Hey, jetzt haben wir es wieder. Vorführeffekt. Ach Gott, ohne Rücksicht auf Verluste fahrt der doch mit meinem Johnny im Wald. Mein lieber Johnny. Heieieiei. Ich glaube, ich gehe gleich wieder aufs Feld. Ja, das tut mir da auch. Das Elend nicht ertragen. Das tut mir da auch weh. Wie der mit meinem Johnny da umgeht, das verblutet Herz. Ach guck mal da. Schöner Silagehänger hat er da drauf vorne. Gut, ich gehe wieder rüber.
Das heißt, ohne sauber zu machen, stelle ich das einfach auf den Hof. Das kann ich mir gut vorstellen. Yes. Ja. Aha. Da brecht der einfach Acht, komm da. Jetzt macht er Ja. Halt. Ah ne, jetzt zieht er das. Alle Helfer. Der Oh. hat einfach mitten drin abgebrochen, hat rumgedreht, mitten auf dem Feld. Und jetzt zieht er die Bahn durch. Okay. Heieiei. Ich hab den dummen Kleiner entlassen. Ach Gott, wo fahrt der lang? Kalmeutroppe. Oi, das Doka gibt's hier nicht. Frechheit. Nichts. Nichts kann ich zu machen, so. Kommst du nicht aus der Au lose? Machen sie alle, was sie wollen. Dann können wir nur ein bisschen was aussehen auf den ganzen Dinger jetzt noch. Ich glaube, das Nebetor, das gehört ins A, glaube ich, schon zur Hälfte. So ein Bugger. Aber da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht alles aufnehmen, wie ich da alles aussehe, weil ich wahrscheinlich noch viel offscreen fertig mache. Vielleicht im nächsten Part, wo gucken, vielleicht fangen wir dann auch zu dreschen. Müssen uns aber vielleicht noch irgendwie vielleicht hole ich mir noch so ein kleiner Weidemann und stell den noch bei der Obsthof, weil da sind die Palette, das ist auch schon alles im Anlaufen. Lass mal nur die Palette wegheben können. Aber dann gucken wir mal, was wir uns holen. Oh, so Teleskoplader, aber so Teleskoplader finde ich jetzt dann schon zu groß für die Palette. Nur für Palette rumzufahren. Aber Für dich würde ich eher so Teleskoplader rendieren, wenn du die Palette oberen machst in die Scheune. Na gut, der Weidemann ist der Teleskoplader eigentlich. Er hat ja ausfahrbare Arme. So, ja, stimmt. Den, wo du Aber hast, aber ich. der ganz kleine glaube ich nicht, oder? Nee, der nicht. Weil ich will mir vielleicht eine ganz kleine holen. Ich glaube, der tut sie eigentlich für die Palette da aufzuladen, weißt du? Du kannst ja welche Palettekabel dranhängen. An deine kleine? Ja. Das ist natürlich dann schon wieder schlecht. Guck mal. Mach mal langsam. Vielleicht kann schon meine. Nimm schon meine und ich hol mir so ein Teleskoplader. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es mache. So. Ich. Eichen. Das müssen wir mal vielleicht später gehen. Ich kann mal gucken, wie weit Saatgut ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so weit, weil wir sind immer noch auf einer, auf der Normalzeitstufe von 90, gar nicht großartig vorlaufen. Dass ich das vielleicht schon in die Dings kippen kann, in die Gewächshäuser, dass es da rund geht. Aufgefüllt ist schon alles, nur halt Saatgut noch nicht.
aber das sehen wir. Wenn wir das machen tun. Dann würde ich sagen, sind wir halt raus für den Part. Probier's mal jetzt vielleicht, wenn wir den Part nicht allzu mäßig überziehen, dass vielleicht hoffentlich diesmal das Video komplett drauf ist. Aber ich schon sah, Spielerschiff gehangen. ja. Wie gesagt, hoffe, dass das Video jetzt komplett drauf ist. Bedanke mich bei euch wieder fürs Zusehen. Bedanke mich beim Steffen für die Hilfe. Und dann sonst wie immer reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.